So, dann machen wir mal weiter hier in unserem Bullshit Rules Weihnachts-Neujahrs-Special. Bullshit Rule Nummer 12, dahin springen wir jetzt. Gesundheit ist das Wichtigste. Das klingt so, als hätte nichts mehr einen Sinn, wenn die eigene Gesundheit erheblich beeinträchtigt ist. Wobei man gleich hier anmerken muss, es ist praktisch unmöglich, ein Leben lang bei tadelloser Gesundheit zu bleiben. Wenn wir etwas identifizieren wollen, das man als Wichtigstes im Leben bezeichnen kann, ist es wohl die geistige Einstellung. Es gibt Menschen, die kommen bereits mit Behinderungen oder in Klammern Erbkrankheiten zur Welt. Sie können nichts für ihr Schicksal, aber sie können entscheiden, wie sie darauf reagieren. Besonders Familien, in denen die chronische Krankheit oder Behinderung eines Kindes nicht dramatisiert wird und das Kind ermutigt wird, normale Dinge zu tun, bringen erfolgreiche und glückliche Erwachsene hervor, die den Lebensmut trotz ihrer Krankheit nicht verlieren. Sie haben eine positive Geisteshaltung entwickelt und werden zeitlebens davon profitieren. Einer der wohl berühmtesten Wissenschaftler der Neuzeit, Stephen Hawking, litt unter der schweren Krankheit namens ALS. Die Ärzte damals gaben ihm keine Hoffnung auf ein langes Leben. Ganz im Gegenteil. Mit 21 sagte man ihm, er solle die restlichen paar Jahre genießen und keine Zukunftspläne machen. Er tat das Gegenteil. Er erschuf sich ein Leben, das selbst den meisten gesunden Menschen verwehrt bleibt. Er zeugte drei Kinder, schrieb Weltbestseller, war der Rockstar unter den Physikern, spielte in Hollywood-Produktionen mit und absolvierte einen Flug in der Schwerelosigkeit. Trotz seiner Krankheit, die andere wohl als menschenunwürdig bezeichnen würden, lebte er ein glückliches und erfolgreiches Leben. Sie werden auch zahlreiche Geschichten von Menschen finden, die im Laufe ihres Lebens ihre Gesundheit verloren haben, durch einen Unfall beispielsweise. Aber dennoch ein erfülltes Leben leben konnten. Voraussetzung dafür ist stets die positive Geisteshaltung und der Lebensmut. Auch diese Menschen lernten, mit ihrer Beeinträchtigung zu leben und das Beste daraus zu machen. Steve Jobs hat sich von seiner Krebsdiagnose nicht davon abhalten lassen, innovative Apple-Produkte zu entwickeln. Der Schlagzeuger der britischen Rockband Def Leppard verlor infolge eines Autounfalls einen Arm. Dennoch lernte er, mit nur einem Arm seine Berufung weiter auszuüben und galt als einer der besten Drummer aller Zeiten. Halten Sie Ihre Gesundheit in Ehren, aber akzeptieren Sie auch, dass sich das Leben manchmal in seltsame Richtungen entwickelt. Machen Sie Ihr Lebensglück niemals von Ihrer Gesundheit abhängig. Das war Bullshit Rule Nummer 12. Gesundheit ist das Wichtigste.